Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer Brettspiele, diesmal mit einem Kickstarter, auf den ich mich sehr gefreut habe und der jetzt bei mir eingetroffen ist, nämlich Titans. Ja, ein Spiel, auf das ich, wie gesagt, mich sehr gefreut habe, weil es ein cooles Setting hat. Wir sind hier quasi in einer historisch angehauchten, aber mit fantastischen Elementen versetzten Vergangenheitsszenario und wie man hier schon sehen kann, ja, ist dann doch einiges dabei und es geht dann doch schon in die fantastische Richtung. Und bei dem Kickstarter ist eben auch viel dabei gewesen. Neben der Grundbox, die man hier sieht, da wo auch schon viel drin ist, haben wir noch die Erweiterung für den fünften Spieler. Wir haben hier Würfel extra, wir haben die Fields of Blood Erweiterung, wir haben hier nochmal zusätzliche Miniaturen und wir haben hier auch das Translation Pack German, wo ich auch sehr gespannt bin drauf. Wir werden uns aber jetzt als erstes mal die Grundbox anschauen und ich werde ja danach dann noch in die kleinen Erweiterungen schauen. Ja, das Spiel ist von Go On Board und schauen wir mal, wie der Inhalt aussieht. Das ist auf jeden Fall eine dicke Box. Es ist immer nicht so leicht, den Deckel abzubekommen. Und dann haben wir hier ja erstmal ein bisschen Regeln. Wir haben für die Erweiterung Echoes of the Past hier noch eine Erklärung. Wir haben für die Monuments Banner of Glory. Und wir haben natürlich hier den Solo-Mode, das Second Rulebook und wir haben das Basic Rulebook. Wir schauen mal kurz rein. Ich weiß gar nicht, ob wir nachher bei dem Translation Pack müssten ja die Erweiterung oder die Regelbücher dann auch mit drin sein. Hier sieht man schon mal ziemlich gut, dass hier natürlich tolle Miniaturen dabei sind. Das war auch so ein Punkt. Müsste bei mir nicht immer sein, aber wenn es natürlich thematisch sehr gut passt und hier auch sehr gut umgesetzt ist, ist das natürlich eine tolle Sache. Wir haben 52 Einheiten, dafür haben wir normale Infanterieeinheiten, Kavallerie, Artillerie, wir haben aber auch jeweils einen Titanen. Schauen wir es gleich an. Wir haben verschiedene Token, Marker, wir haben Strongholds als Miniaturen, dann haben wir nochmal Hauptstädte als Miniaturen dabei und wir haben natürlich ja, Nations Board, unsere eigenen Tableaus, wir haben eine Menge Karten, weil das Spiel eben auch kartengesteuert ist und Kampfwürfel. Ja, dann sieht man dann hier das Setup ist halt quasi ein Area-Control-Spiel, wie man ja sehen kann. Allerdings auch mit Karten, die wir uns dann eben holen und die uns stärkere Aktionen erlauben. Also eine Menge Material und Aufbaumöglichkeiten dabei, wie man ja sehen kann. Gameplay, Erklärung und Beispiele. Nochmal der Spielerzug. Mal schauen, wie gut das gemacht ist, die Regeln. Das ist ja immer so ein bisschen auch eine Kunst, eine gute Regel zu schreiben. Aber ich werde mich auf jeden Fall reinarbeiten, dann haben wir bestimmte Bewegungsaktionen, zusätzliche Einheiten, die wir bekommen können. Wir können Nationenkarten uns kaufen, dann hier auch wieder mit Beispielen und dann natürlich die Kämpfe, wie die abgehandelt werden, dass man hier bestimmte Karten auch spielt bei den Kämpfen, diese Nationenkarten nutzt, auch hier wieder Beispiele. Also man sieht schon hier, 30 Seiten Regeln oder 28 Seiten Regeln ist schon nicht ohne. Dann haben wir hier allerdings dann auch schon die Ende der Runde und das Ende des Spiels. Dann haben wir hier Game Modes. Wir haben also durchaus ja, quasi verschiedene Modi, die wir noch reinnehmen können. Und wir haben halt auch Szenarien, die unterschiedliche Startpunkte für zwei Spieler darstellen. Dann haben wir drei Spieler-Startszenarien und vier Spieler-Startszenarien. Also sieht man schon, das ist dann auch nicht ohne, wo man die platziert, um dann ein ausgewogenes Spiel zu haben. Dann nochmal ein Glossary, wo nochmal die Sachen kurz erklärt werden, so grundsätzlich. Und nochmal eine Übersicht über den Ablauf. Ja, dann haben wir nochmal ein extra Solo-Regelheft mit gar keine, doch 20 Seiten. Und hier hat man dann nochmal die ganzen Anpassungen und Erklärungen des Solo-Modes, wo man dann ja auch hier die Nation-Cards nochmal extra hat, die ja wahrscheinlich extra dafür sind. Oder je nachdem, welche Fraktion man im Solo-Modus spielt. Oder gegen wen man spielt. Schwer zu sagen, werde ich mir anschauen. Also gar nicht so viel, einfach eine ausführliche Erklärung. Dann haben wir noch ein Blatt. Wir haben die Deluxe Expansions, King's Emissary, wird hier erklärt. Spirit of War, Titans Power, also hier auch nochmal einiges, der ja, lief ganz gut, der Kickstarter, und da kam dann doch einiges nochmal als exklusiven
exklusive Erweiterung dazu. Dann haben wir hier das Spielbrett. Das könnte schon ein bisschen eng werden, denn das ist, denke ich mal, recht groß und es ist weit zweiseitig. Und dann schauen wir mal, ob wir das hier irgendwie hinkriegen. Ich versuche mal, ohne hier alles vom Tisch zu schmeißen, noch ein bisschen rauszuzoomen und euch hier dieses Spielbrett zu zeigen. Ja, hier sieht man auch verschiedene bekannte Orte. Wir haben Riga, wir haben Praga, Vienna. Also hier ist doch eher, dass man es doch an die bekannten europäischen Gegebenheiten angepasst hat. Wir haben auch Moskau. Dann haben wir hier verschiedene Kartenbereiche, die wahrscheinlich auslegen. Hier haben wir auch Bereiche, wo Karten angelegt werden. Ja, dann haben wir halt die einzelnen Bereiche, Area Control Bereiche, die wir uns halt hier versuchen unter den Nagel zu reißen. Ja, spannend. Okay, also die Rückseite ist halt für eine andere Spieleranzahl. Müsste ich jetzt mal schauen, für, ob ich das irgendwo sehe, für welche Spieleranzahl das jetzt hier speziell ist. Hoppala. Oh je. Ja, schon groß. Und das ist im Grunde genommen ähnlich. Hier wird wahrscheinlich weniger Spieler sein, weil einfach weniger große Bereiche sind. Und irgendwie, ich sehe es jetzt einfach nicht, aber das sollte schon relativ klar sein, was für was ist. Hier auch nochmal Kartenbereiche, die halt bei der anderen für mehr Spieler ja, nicht die nicht mehr drauf gepasst haben auf das Tableau oder auf den Spielplan. Auf jeden Fall sehr schön und groß. Und ja, wir haben aber hier, wie gesagt, einen Kickstarter, der eben Miniaturen dabei hat. Und die schauen wir uns hier auch gleich mal an. Dazu werden wir einfach mal hier das aufmachen. Und dann haben wir hier diese Titanen, die halt hier dabei sind und die dann auch auf dem Spielbrett eben zum Einsatz kommen, und die haben halt spezielle Fähigkeiten und die sehen auch ziemlich cool aus, wie ich finde. Einen riesigen Hammer oder Axt. Ja, gleich mal vierhändig mit vier Schwertern. Auch sehr, sehr schön. Gefällt mir. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und hier mit diesen Flügeln ist ja auch schon eine bekannte Designsache, aber auch das Schwert sieht gut aus. Wahrscheinlich in Flammen das Schwert. Ja, das wäre auch natürlich was zum Anmalen. Dann haben wir aber die normalen Einheiten und die sind auch recht groß, also verhältnismäßig. Klar, die Titanen sind natürlich riesig, aber wenn man hier schaut, sieht man eben hier die sehr gut erkennbaren ja, Artillerie-Einheiten. Wir haben hier die Kavallerie, die hier dabei ist, und wir haben natürlich auch normale Infanterie, und das eben für die vier Fraktionen. Farbig ist die Frage, ob man das sinnvollerweise anmalen sollte, weil dann wird es natürlich auch dann nicht so gut erkennbar mehr, je nachdem wie man es anmalt. Vielleicht einfach so ein bisschen schattieren. Mal schauen. Sind auf jeden Fall für alle Fraktionen dabei. Wir haben auch noch zusätzlich für die Titanen, je nachdem für welche Fraktionen sie halt zum Einsatz kommen, entsprechende Unterlegscheiben hier, Bases, und wir haben, wie man hier auch sehen kann, nochmal diese Befestigungen sind dabei, die auch im Spiel als kleine Minis dabei sind. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Dann haben wir hier einen Stanzbogen, wo wir Flaggen entsprechend dann auch platzieren können. Und noch ein kleiner, wahrscheinlich Erinnerungsübersicht für den Spieler. Dann haben wir hier weitere Marker und kleine Flaggen für die vier Fraktionen. Dann haben wir hier, ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich irgendwelche Stadtausbauteils sind, die halt entsprechend in unterschiedlichen Ausbaustufen hier eventuell vorkommen. Dann haben wir auch Geld im Spiel dabei. Ja, ist nicht übermäßig spektakulär. Aber hier die Spielertableaus sehen auf jeden Fall auch sehr schick gestaltet aus. Hier haben wir nochmal wahrscheinlich eine Würfelübersicht rechts, was auf den einzelnen Würfeln drauf ist. Wir haben bestimmt hier Marker, ob das jetzt bestimmte Siegpunkte-Marker sind. Schwer zu sagen. Wir haben auf jeden Fall Einheitenkosten, würde ich sagen, da oben, beziehungsweise unterschiedliche Sonderaktionen, so wie das aussieht.
Denn hier oben sieht man, zumindest bei den ersten oberen zwei, dass da unterschiedliche Dinge drauf sind. Das Handkartenlimit scheint bei 5 zu sein. Aber ansonsten unterscheiden sie sich ja halt etwas. Ja, wir haben hinten nochmal dasselbe drauf. Beziehungsweise hier haben wir halt nochmal zusätzliche Informationen. Kann sein, dass es für zusätzliche Module sind, die man im Endeffekt da spielt. Schwer zu sagen. Naja, dann haben wir hier weitere kleine Minis. Keine Ahnung, ob das Söldner sind oder irgendwas. Upp, schon der erste Söldner davon gegangen. Aber ja auch so Einheiten, kleine. Und dann haben wir natürlich eine Menge Karten. Wir haben zum einen die Kampfwürfel. Kann natürlich sein, dass diese kleinen Minis eben auch von irgendeiner Erweiterung schon sind. Es waren ja, wie gesagt, ein paar Erweiterungen schon drin, andere liegen noch bei. Das sind halt Würfel, die so verschiedene Seiten haben, wo dann im Kampf unterschiedliche Symbole kommen. Dann haben wir ja wahrscheinlich schon eine kleine Erweiterung eventuell, die Würfel, die da halt ganz anders aussehen. Vielleicht auch der Solo-Modus. Alles schwer zu sagen, so aus der Hüfte. Weitere Würfel, individuelle, die dazu kommen mit individuellen Symbolen drauf. Wir haben hier kleine Marker und kleine Holzcubes. Nichts Besonderes. Und der Rest ist schon eigentlich, sind das Karten. Und da schauen wir natürlich auch gern mal rein. Die mache ich alle mal auf. Und dann schauen wir uns mal an, was das genau ist. Ja, dann schauen wir mal rein. Das sind natürlich jetzt unterschiedliche Stapel, die jetzt hier auch extra gekennzeichnet sind. Die möchte ich natürlich auch nicht unbedingt so groß durcheinander bringen. Aber wir schauen uns auf jeden Fall mal an. Ja, halt hier unterschiedliche, wahrscheinlich für die verschiedenen Fraktionen. Das sieht man dann teilweise auf der Rückseite, aber wir gucken mal hier vorne drauf. Das scheint die Titanenkappen zu sein, an dem großen T zu erkennen. Und ja, sie sind dann ähnlich hier, aber da gibt es dann auch sicherlich noch unterschiedliche, die halt hier dann bestimmte Aktionen erlauben und bestimmte Fähigkeiten mitbringen. Sehen auf jeden Fall auch ziemlich cool aus. Und wenn so ein Titan da auf das Schlachtfeld stampft, ist das natürlich irgendwie eine ziemlich coole Sache. So, was haben wir hier? Da haben wir. Gucke ich nochmal schnell die Anleitung. Das sind Automarkkarten. Ja, hätte man natürlich auch an der Rückseite schon erkennen können. Ist ja auch das typische Symbol für so Automar. Das heißt ja auch für den Solo-Modus. Einfach Karten, die dann entsprechend die Aktionen des Gegners steuern. Das hat man ja oft auch so, dass man hier verschiedene Aktionen hat, die man dann nach und nach, je nachdem welche möglich ist, abarbeitet. Dann haben wir Karten, die wahrscheinlich, so wie es aussieht, für die einzelnen Fraktionen sind. Das erkennt man dann auch an der Rückseite. Und dann hat man halt hier, entweder sind das das Startdeck, schwer zu sagen, aber das sind dann so diese Karten, die da für die einzelnen Fraktionen sind und die dann ähnliche Effekte dann sicherlich in irgendeiner Form auslösen. Gibt es halt dann für alle vier Fraktionen hier im Grundspiel und auch hier tolle Illustrationen, wie ich finde. Die man dann halt nutzt, muss man sich natürlich erstmal in die Icons, in die Beschreibung, was die machen, natürlich einarbeiten, keine Frage. So, das war das Kartdeck A oder die Packung A. Dann haben wir das Deck B. Da sind 19 Karten. Nee. Schwer zu sagen, ob die 19 wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall sind hier B-Decks drin. Da sieht man dann auch hier sehr schön extra Karten, was die bedeuten. Scheint aber auch für jede Fraktion hier drei unterschiedliche Karten zu geben, die dann halt wahrscheinlich dann auch passen zu den Plättchen, die wir vorhin gesehen haben, diese Gebäude zeigen und die dann eventuell auch dann bestimmte Aktionsmöglichkeiten bieten, vielleicht auch Siegpunkte, ja, schwer zu sagen, aber auch sehr schön gestaltet, wie ich finde, und auch eine gute Kartenqualität. Also sie sind wirklich dick, muss ich sagen. Und da haben wir halt hier dann auch, ja, sehr schön hier, natürlich dann hier mehr wie in Russland wahrscheinlich, die Fraktion, ja, passt auf jeden Fall. Sehr schön. Gefällt mir thematisch, stimme ich auf jeden Fall sehr. Haben wir noch ein ganz kleines B2-Deck. Das kann für eine durchaus eine Erweiterung sein, die hier entsprechend. Das sind vielleicht diese Söldner. Ja, könnte durchaus sein.
die hier dann gegebenenfalls auch zum Einsatz kommen. Dann haben wir das C-Deck, was wieder ein sehr umfangreiches Deck ist. Wir haben hier eine Menge wieder Titankarten dabei, ein bisschen Grün drauf, was die Sache natürlich jetzt ein bisschen etwas schwieriger im Greenscreen macht. Aber auch hier sieht man immer, das sind halt so dann im Endeffekt Karten, die man sich dann halt zusätzlich holt, die dann auch beim Kampf wahrscheinlich zum Einsatz kommen, die irgendwie zusätzliche Effekte triggern. Schwer zu sagen, aber ja, auch hier ziemlich cool, wie ich finde. Ja, und auch diese Karten, die ich jetzt hier dann noch habe, die nur so eine Rückseite haben, inwieweit die dann auch speziell nur für bestimmte Titanen sind, so wie das aussieht. Und die dann entsprechend zum Einsatz kommen. Aber man sieht auch hier sehr gut, dass diese ja unterschiedlich offensichtlich stark sind. Wenn man hier so sieht, das ist sozusagen der Anfangszustand. Das ist quasi der voll ausgebaute Zustand, wo man dann halt hier entsprechend ja auch hier mehr Möglichkeiten hat, Würfel draufzusetzen, die dann irgendwie bestimmte Fähigkeiten eventuell triggern. Ja, muss man sich anschauen. Sieht auf jeden Fall erstmal gut aus und wie gesagt, die Kartenqualität gefällt mir. Dann haben wir hier ein Deck, was speziell Englisch ist. Könnt ihr mir vorstellen, dass da vielleicht Text drauf ist. Ja, vielleicht ist das ja dann auch in dem German Translation Pack dann entsprechend auf Deutsch drinne. Dann hier bestimmte Aufgaben. Schauen wir nochmal danach, was die bedeuten. Das sind die Order Cards, beziehungsweise Secret Objectives sind das in dem Fall. Die mit dieser Feder sind halt Secret Objectives. Da sieht man dann halt, ja, dass man hier zum Beispiel 5 Regionen mit den eigenen Control Tokens kontrollieren soll oder 4 Regionen mit eigenen Infanterie-Units oder 2 Regionen mit der Kavallerie oder eben auch Control Regions, oder, ja, wo man dann halt je nach Spielerzahl, wie viel man und dann unten Geld oder Siegpunkte, je nachdem. Und davon gibt es halt schon eine ganze Menge. Dann haben wir noch diese Order Cards, wo wir halt wahrscheinlich ja einfach bestimmte Befehle nutzen können. Das ist dann wahrscheinlich ein Titan, der sich da oben bewegt. Und dann platzieren wir noch so eine Befestigung und bekommen noch irgendwas. Hier hat man halt nur Bewegungen drauf. Und so hat man halt unterschiedliche Aktionen. Dann auch teilweise eben zusätzliche Karten nehmen, könnte ich mir vorstellen, dass das das bedeutet. Dann hier, dass man gleich kleiner 4 Einheiten vielleicht aus einer Region bewegen kann. Das ist halt im Endeffekt eine Sache, die müsste man sich anschauen. Ja. Und dann haben wir noch Karten, die für den Advanced Mode sind. Die sind halt hier hinten durch dieses Symbol gekennzeichnet, die dann auch noch mal zusätzlich reinkommen. Sieht man unten auch, dass die bei bestimmten Spielerzahlen reinkommen und vielleicht auch noch irgendwas kosten. Also ich denke mal an verschiedenen Spielmöglichkeiten und Varianz ist hier auf jeden Fall eine Menge dabei. Und dann haben wir hier noch ein C-Deck. Ich hoffe, das B-Deck fehlt nicht von den kleinen Karten. Da haben wir dann auch noch mal zusätzlich, ja, so wie es aussieht, fraktionsspezifische, wie hießen sie noch mal, Objectives, also Zielkarten. Ne? Sieht man hier, dass man alle Reiter, alle Kavallerieeinheiten auf dem Spielbrett haben soll. Und dann bekommt man ja gegebenenfalls 8 Punkte, wenn das das bedeutet. Oder man sollte mindestens 5 Nations Cards in einem Kampf benutzt haben. Oder alle 8 Kampfwürfel in einem Kampf. Und diese einzelnen Secret Objectives für die Nation unterscheiden sich auch, was ich da ziemlich cool finde, dass man halt in einer anderen Aktion, dann ist hier zum Beispiel, dass man einen Kampf ausschließlich mit Artillerie gewinnen soll. Oder dass man einen Kampf ausschließlich mit Kavallerie gewinnen soll. Auch nicht schlecht. Das macht die Sache natürlich auch ein bisschen abwechslungsreicher. So, das war der Blick in die Grundbox. Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen mehr. Ich versuche mal ein bisschen Platz zu machen. So, und dann werden wir mal hier die zusätzlichen Erweiterungen auspacken. Ja, wir haben eine 5. Spielererweiterung, die dann irgendwie sicherlich durch den Stretch Goal in irgendeiner Form kam.
wäre jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt was gewesen, was ich extra bewusst bezahlt hätte. Aber ja, das schauen wir auch mal kurz rein. Wird sicherlich im Grunde genommen das Spielmaterial, was man hat, inklusive wahrscheinlich noch einen zusätzlichen Titan hier dabei sein. Wir haben auch nochmal ein extra Regelheft für das Holy Roman Empire, wo man nochmal die Karten erklärt bekommt der 15 Nationen, wenn die separate besondere Karten hat. Beziehungsweise sind ja verschiedene Sprachen auch drin, also auch nicht viele Regeln. Man hat das Spielertableau dieser neuen Fraktion, diese zwei Varianten für die erweiterte Modus. Man hat natürlich die, was heißt natürlich, man hat hier nochmal zusätzliche Einheiten, die hier dabei sind, die auch ein bisschen anders aussehen. Die Artillerieeinheiten finde ich natürlich schön, dass diese Minis, haben wir eben gar nicht geschaut so genau, aber die sehen auch nochmal je nach Nation ein bisschen anders aus, was hier auch ziemlich cool ist. Und wir haben natürlich einen neuen Titan dabei, der hier zum Einsatz kommt. Auch sehr schick. Und wir haben nochmal Würfel und Flaggen und nochmal ja, kleine Karten, ein D-Deck. Auch ein bisschen verwirrend, aber wird schon seine Richtigkeit haben. Und wir haben nochmal die einzelnen, ja, nochmal neue Karten, die dann auch für den Titan bzw. für den entsprechenden Spieler, den Spieler dieses Heilige Römische Reich, das hier eben zum Einsatz kommt, eben auch genutzt werden. Sieht man hier oben, dass das eben dafür ist. Okay. Spannend auf jeden Fall. Packen wir das mal weg. Dann haben wir eine Königsminiatur. Ja, die schauen wir uns an. Dann sieht ich auch nur ein Stretch Goal in irgendeiner Form. Ich glaube, es war auch, vielleicht war es auch für den Early Birds, für die, die innerhalb der ersten 48 Stunden gebackt haben. Kann natürlich auch sein. Startspielermarker, könnte ich mir auch gut vorstellen. So ein typisches Kickstarter-Ding. Nicht wirklich sinnvoll, aber hey, schick ist es. Dann haben wir hier noch Rain of Fire. Eine Mini-Erweiterung. Ja, wo wir nochmal so fünf zusätzliche Miniaturen haben. Eine besondere Einheit, die auch ziemlich cool aussieht. So eine Multischusseinheit, die hier zum Einsatz kommt. Ja, Bami. Und dann noch eine kleine Anleitung dazu. Zusätzliche Würfel. Dann haben wir die Fields of Blood Erweiterung. Und da sind auch Miniaturen drin und natürlich neue Regeln. Und da haben wir noch mal zusätzliche Einheiten, die hier noch mal als zusätzliche Fraktionen wahrscheinlich zum Einsatz kommen. Eigene Würfel, wie man hier sieht, Schwerteinheiten, Regeln in den Sprachen. Mal schauen, ob die dann auch von den einen in dem deutschen Set mit dabei ist. Und natürlich extra Karten, die dann für diese Einheiten noch verfügbar sind. Also wirklich hier einiges an Material. Und dann schauen wir zu guter Letzt nochmal in das deutsche Lokalisierungspack. Und das ist echt unspektakulär verpackt. Aber wir haben halt hier entsprechend, ja, ist alles. Ja, zusätzliche für die einzelnen Fraktionen nochmal, beziehungsweise für die einzelnen Erweiterungen wie Echos aus der Vergangenheit oder die Felder voller Blut oder die Denkmale, die separaten Regeln. Wir haben die Kickstarter Deluxe Erweiterung auf Deutsch. Wir haben die Spielregel auf Deutsch, was natürlich eine sehr schöne Sache ist. Wir haben diese kleinen Karten, ja, quasi Text ein bisschen drauf ist, zum Teil zumindest, von den Objective, von den Zielen haben wir auf Deutsch. Wir haben hier nochmal die Setups oder Kartenbeschreibungen für das Heilige Römische Reich. Die fünfte Nation nochmal separat, was ja auch in der Erweiterung mit drin war. Wir haben natürlich das Solo-Regelbuch auf Deutsch. Und hier nochmal eine kleine, also Fallen Titans, auch nochmal auf Deutsch mit drin. Ich weiß gar nicht, ob die eben schon mit dabei war, die mit rausgefallen ist. Und hier auch nochmal das andere Deck. Hier genau sind diese Objectives auf Deutsch. Und hier nochmal Feuerregen auf Deutsch. Also, wow. Eine Menge Material. Ich bin wirklich
beeindruckt oder sehr eingeschüchtert so ein bisschen, aber ich freue mich auch sehr drauf, Titans dann zu spielen. Ist natürlich auch eine Sache, die gerade in der Spielrunde bei uns dann schon nicht unwichtig ist. Manche Spieler stört das nicht, auf Englisch zu spielen, bei manchen, die spielen dann doch lieber auf Deutsch. Von daher finde ich es toll, dass die deutsche Lokalisierung hier mit dabei war. Hoffe natürlich, dass sie gut geworden ist, aber bin erstmal sehr gespannt drauf, das alles dann irgendwie mal auf den Tisch zu bringen. Das war mein Unboxing von Titans, von Go on Board, von Lukas Wozniak. Ihr könnt ja gerne einen Kommentar hinterlassen, weil ihr habt es ja auch gebackt. Oder was ihr generell jetzt davon haltet, wenn ihr das seht. Gerade solche Area-Control-Spiele mit einer Menge Material, ob das was für euch ist. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr mal bei abenteuer-brettspiele.de vorbeischaut. Das ist mein Blog. Und ja, dort findet ihr Reviews, Top-Listen, Interviews, Kickstarter-Previews, wie zum Beispiel von Titans und anderen Sachen. Und natürlich meinen wöchentlichen Podcast. Den könnt ihr dort auch abonnieren. Das war's für heute und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.